Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Farbvideo von mir. Heute ist die Farbe Lila an der Reihe. Die haben sich auch ganz viele gewünscht. Die Videos kommen ja immer sehr gut bei euch an und sie machen mir auch immer persönlich sehr, sehr viel Spaß. Und deshalb ist es heute wieder soweit. Du hast ja schon die passenden Sachen auf jeden Fall an, aber damit kannst du nicht reiten. Nee, ich muss mir jetzt nochmal eben eine Reithose anziehen, aber davor muss ich noch ein paar Vorbereitungen treffen. Ich habe hier natürlich wie in jedem Video eine Schleife für dich. Dankeschön. Für deine Palme. So. Sitzt sie gut? Ja, passt schon, würde ich sagen. Ich glaube, die sitzt voll schräg. Nein, das sieht gut aus. Und dann muss ich natürlich noch mein lilanes Haar tragen. Ich habe jetzt hier noch meine Schlafjogginghose an und oh mein Gott, Hella! Ich habe die Reithose schon drunter gezogen. Habe ich mir erschrocken. Schaut mal Leute, was ich für eine schöne Reithose jetzt habe in Lila. Mal wieder von Rider's Choice, genauso wie die grüne Reithose, die hat mir ja auch schon so gut gefallen. Und die hat hier so atmungsaktive Löcher und fühlt sich richtig gut an. Leute, letztes Mal haben ganz viele gefragt, wo die grüne herkam. Wir verlinken euch die einfach mal unten. Ja, alles in die Infobox. Auch das Outfit, was Gollum heute tragen wird. Das sieht so schön aus. Das werdet ihr alles in der Infobox finden. Also ich verlinke euch einfach alles, was ich hier heute benutze. Was natürlich in keinem Farbvideo fehlen darf, sind meine eingefärbten Haare. Und da habe ich mir dieses schöne Zeug hier bestellt. Das heißt Cameleo. Ja, nicht auf unser Sofa. Lass das mal im Flur oder so machen. Leute, das klappt. Auch nicht, das geht auf unser Sofa. Das klappt so gut. Die Haare werden aber auf jeden Fall schön lila. Soll ich helfen? Sieht fleckig aus, Tom. Warte mal, ich lese erstmal die Packungsbeilage hier. Die Farbe hält bis zu 14 Tage. Das steht hier drin. Als wenn. Nein, Leute, wenn ich jetzt die nächsten 2 Wochen mit diesen Haaren rumlaufen muss, nein, wirklich nein. Gib mal her, was steht denn noch? Die gewünschten Strähnen des trockenen oder feuchten Haars einsprühen und trocknen lassen oder föhnen. Die Anwendung kann jeden Tag wiederholt werden. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Oh je, Leute. Fängt ja mal wieder gut an hier, ey. Erstmal ein Handtuch für den Boden und hier ein Handtuch für dich. Das macht halt so Spaß, das so einzusprühen. Hier, ein Kamm. Dankeschön. Oh Gott. Soll ich einen Föhn holen? Dann kannst du dir die kurz föhnen. Alter, wir haben einfach keinen Föhn. Oh mein Gott, was ist das für ein Fail. Jetzt hast du so nasse, lilane Haare. Warum haben wir keinen Föhn? Jetzt muss ich die nach hinten machen. Jetzt sind die gleich am Oberteil dran. Oh oh. Scheiße, Leute. Leg dir einfach das Handtuch über den Rücken, weißt du? Okay. So. Haben wir nicht noch ein lilanes Handtuch? Wie kannst du das jetzt einmal so durchkämmen? Au. Oh, das fühlt sich an wie der Läusekämm. Alter, von früher, wenn man Läuse hatte, dann hat die Mutter so vom Ansatz an so einem alles rausgerissen. Aua! Warum wird das so nass durch dieses blöde Spray? Weil das Spray nass ist. Aber die anderen waren nicht so. Nee. Warum hast du nicht das bestellt, was wir letztes Mal auch hatten? Ich wollte mich ein bisschen neu experimentieren. Ein bisschen Neues austesten. Aus einer Komfortzone rauskommen. Okay. Das ist jetzt voll strähnig geworden. Tom. Egal. Nee. Tom. Haben wir hier sonst noch was? Ja, das kann ich essen. Das ist lila. Vor allen Dingen vom letzten Ostern noch. So ein Osterhase. Ich setze mich mal lieber nicht auf die Couch, bevor die Flecken dann nicht mehr rausgehen. Schmeckt's noch? So lange ist Ostern jetzt auch nicht her. Was geht? Schmeckt halt so nach alter Schokolade. Ich würde sagen, ich bin gestärkt für den Stall. Und willst du eigentlich im T-Shirt dahin? Ich habe nichts anderes als lila. Tom meinte zu mir, ich soll diesen Pullover nehmen. Das ist doch kein lila. Ja, aber es ist annähernd lila. Also nimm den einfach mit und wenn's... Jetzt klingelt's hier. Nimm den einfach mit und wenn's kalt wird, dann ziehst du den über. Ich mache jetzt mal die Tür auf, wer auch immer hier geklingelt hat. Ich verstehe mich hier.
Das war der Postbote. Wir haben mal wieder Pakete bekommen, wie jeden Tag. Post, was machst du da? Ich möchte so nicht rausgehen. Ich möchte so nicht gesehen werden. Ach, Löstau, ja! Lass jetzt losgehen. Ich muss sagen, eine gute Sache hat dieses Spray schon. Und zwar, dass da noch so viel drin ist. Weißt du, man kann es noch eigentlich voll lange benutzen. Und das färbt ja auch echt gut, aber dass man Föhn braucht, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir sind jetzt im Stall angekommen und schaut mal, was für ein wunderschönes Halfter ich für Gollum habe. Ist das nicht wunderschön? Es ist einfach lila mit Fell. Und der steht jetzt schon da vorne auf dem Paddock, den holen wir jetzt zusammen. Und dann machen wir ihn fertig mit meiner Putzbox, die ihr gleich sehen werdet. Deine Haare sind immer noch nicht trocken. Ja, es ist echt schlimm. Komm. Er denkt sich so, was hat meine Besitzerin schon wieder vor? Sie hat wieder irgendwelche crazy Ideen. Hallo, mein Schatz. Komm her. Erstmal Gras fressen. Oh, sieht ja nicht schön aus. So, das müssen wir ein bisschen enger stellen. Er hat ja nur so einen kleinen Kopf. Die andere Seite auch noch ein bisschen enger. Und es passt. Perfekt. Fühlt sie dich auch so schön, Wollo? Er ist nicht ganz sicher. Also, ich habe gar keinen Bock da drauf. Wir hätten mal noch Kiwi-Lila färben sollen. Ja, das wäre geil. Einfach in so eine Waschmaschine mit ihr und dann in so ein Färbemittel. Was machst du denn heute überhaupt mit Gollum? Ich werde ihn heute erstmal putzen und dann reiten wir natürlich mit Halsring. Wer hätte es gedacht? Oh. Und jetzt, Leute, werde ich euch zeigen, womit ich Gollum heute putzen werde. Ta-ta-ta-ta! Die kenne ich irgendwoher. Leute, in jedem Video einfach diese Putzbox von Löstau. Die gibt es auch echt in allen Farben, ne? Also falls ihr eine Lieblingsfarbe habt und noch keinen Putzkasten, würde ich euch den echt empfehlen. Ist gut, ja alles, ne? Dabei, was du brauchst. Ja, kostet auch nur irgendwie 20 Euro, also mega gut für so einen Putzkasten. Freust du dich? Ich habe gar nichts, womit ich ihn belohnen kann heute. Mesh? Weil das ist doch nicht lila. Die ist ja mal so schön mit Glitzer. Gut, dass heute nicht so kalt ist, sonst wäre es jetzt ganz schön frisch im T-Shirt. Obwohl, ich habe ja noch den lilanen Pullover. Er frisst gleich deine Haare auf, weil er denkt so, lila Haare. Könnten vielleicht ja schmecken. Das nächste Video können wir ja in braun machen und da putze ich ihn dann einfach gar nicht. Aber mir fällt auch keine andere Farbe mehr ein, die man noch machen könnte. Also Tom sagt die ganze Zeit schwarz, aber schwarz ist laut dem Farbkreis ja eine Nicht-Farbe, genauso wie weiß. Ich habe mir hier jetzt schon die Wurzelbürste geschnappt. Putze damit jetzt die Beinchen. Achso, ich dachte, die Wurzeln putzt du damit jetzt. Wo sind denn die Wurzeln am Körper des Pferdes? Wo sind denn die Kastanien, Hella? Die sind hier. Richtig. Oh, er hat sich richtig eingesaut. Du auch. Guck mal deine Haare an. Und jetzt scheißt er erstmal. Oh no. Hm. Das ist ja gar nicht lila. Gollum hat das Prinzip von dem Video heute noch nicht verstanden. Wie gefallen ihm eigentlich seine Hufeisen? Ich glaube sehr gut. Der hat ja jetzt Eisen. Ich glaube, das haben vielleicht einige noch gar nicht mitbekommen. Hier von YouTube. Und damit läuft er richtig gut wieder. Habt ihr denn einen lilanen Appleboy? Ich glaube sogar schon. Den können wir ja gleich dann benutzen. Ich habe einen lilanen Appleboy gefunden. Sehr schön. Hella, du darfst sogar abäppeln. Also wenn das hier der Appleboy ist, was ist das dann? Das Apple Girl, ja. Und ich meine, der ist ja rot. Ich schau nochmal. Was machen wir jetzt? Ich schau nochmal. Wo ist das mit deinen Händen? Ich mach das nicht mit meinen Händen, Hella. Ich schau lieber nochmal. Ich muss unbedingt einen lilanen Apple Girl finden. Das ist auch rot. Wieso sind die alle rot? Ich konnte keinen lilanen Apple Boy finden. Ja, ist ja kein Problem. Du kannst dich ja einfach mit der Hand nehmen. Ich mach das sicher nicht mit der Hand. Doch, mach das jetzt. Ein. Tom, nur einen musst du mit der Hand. Doch, bitte. Ja, wenn du einen mit dem Mund nimmst. Hella, ich nehme den nicht. Nimm du den doch mit der Hand. Nein, du sollst den nehmen mit der Hand. Nee, du. Okay, wir machen Schink, Schank, Schank. Wer verliert, muss den mit der Hand nehmen. Okay. Das ist halt einer für eine Scheiße. Schink, Schank, Schank. Nein! Ah, du hast verloren. Dreimal. Das kann nicht sein. Ich bin richtig sauer. Jetzt, ich nehme den nicht mit doch. Der Hand. Einen musst du, der liegt da unten, den musst du mit der Hand nehmen. Oh, Tom, ich find's scheiße. Wieso? Es war fair. Wir haben Schenker schon gemacht und du hast verloren. Oh nein. Jetzt muss ich dir die Hand nehmen, Leute. Nein. Leute, was ist das? Geh dir bitte die Hände waschen. Ich sollte echt mal aufhören, solche Aufgaben jedes Mal zu geben. Ja, weil du immer verlierst gegen mich. Das kann nicht sein.
bist du jetzt mal fertig mit dem Putzen. Kein Mensch putzt so lange wie du. Jetzt bin ich eigentlich schon fast fertig. Apropos Schweif, ich habe dir auch noch was mitgebracht. Für Gollum. Schweif-Extensions. Oh mein Gott, die hatte ich schon mal bei diesem rosa Video. Die sollen hier in diesen Schweif. Ja. Dann sieht der vielleicht mal ein bisschen dicker aus, ne? Der Gollum? Nein, der Schweif. Ach so. Oh, ich kann nicht. Ich hatte gerade die Kamera aus und sie hat weitergeredet. Diese Arbeitsteilung. Leute, einfach nur peinlich. Mach nochmal. Eins, warte, eins, zwei, drei. Arbeitsteilung. Arbeitsteilung. Ich dachte, ich muss es nur einmal machen. Das wäre schon peinlich genug gewesen. Ich habe jetzt die Extensions und werde die jetzt hier bei Gollum reinmachen. Er hat keine Lust drauf, das kann ich auch verstehen, Hella. Du sollst auch mal einen dicken Schweif haben, so wie die anderen Pferde immer. Zeig mal deine Möhre, Gollum. Heißt die nicht Möhre? Nein, Rübe. Rübe. Schweifrübe, zeig mal deine Möhre. Oh mein Gott. Ich verstecke das jetzt hier mal so drunter. Wenn das genauso aussieht wie bei mir, dann können wir schön im Partnerlook gehen. Er will es halt gar nicht. Das sieht so gut aus, ich verstehe das gar nicht. Er hatte nicht mal die Chance, mit dir Schnick, Schnack, Schnuck zu spielen. Er musste es einfach machen. Mach hier so oben einen ran. Oh Mann, ey, mach noch einen weiter unten. Wow. Wow. Das sieht so schön aus. Er guckt auch, er denkt sich, was macht ihr da hinten an meinem Po? Jetzt werde ich mich um die Beine kümmern und dort richtig schöne Gamaschen dran machen. Was treibst du eigentlich immer hinter dieser magischen Ecke? Gesundheit. Was machst du da? Ta-ta-ta-ta, wie diese Bandagen. Das sind Bandagen? Gamaschen meine ich natürlich. Oh mein Gott, das sieht... Er erinnert mich an diese Pferde von Horse Ranch. Kennt ihr die? Die haben auch immer solche Strähnen gehabt im Schweif und in der Mähne und so. Das sieht aber ein bisschen amateurhaft aus. Ja, das stimmt. Das ist so Horse Ranch auf Wish bestellt, glaube ich. Ja. Und die mache ich jetzt hier mal dran. Die passen nicht perfekt zu deiner Hose. Echt? Ah ja, perfekt. Ja, die ist auch von Rider's Choice. Wow. Nagelneu oder was? Ja, natürlich. Alles für dieses Video. Es gefällt mir so gut. So. Oh, so schön. Oh mein Gott, er sieht so gut aus, außer diese Strähnen. Aber Gollum, die habe ich auch. Da müssen wir jetzt einfach durch. Die Strähnen passen halt von der Farbe auch her nicht mal richtig. Guck mal, das passt zu deiner Hose. Und ja. Und ja, das war es dann auch schon. Jetzt habe ich noch Glocken, natürlich in der passenden Farbe wieder. Alles muss passend sein, bis auf dieser Schweif. Ist das irgendwie so eine ganze Kollektion oder so? Ja, ich glaube schon. Und jetzt kommen die auch noch dran. Diesmal sind die sogar nicht unnötig, weil er jetzt ja sogar Eisen hat. Jetzt kann ich die einmal mit gutem Gewissen dran machen. So. Jetzt hat er aber das komplette Outfit an. Nein, noch nicht ganz. Es fehlt nämlich noch diese wunderschöne Schabracke. Und wenn er die noch drauf kriegt, dann ist sein Outfit perfekt. Oh mein Gott. Hier steht sogar Love für die ganze Liebe, die ich für Gollum habe. Jetzt ist einfach komplett in lila. Leute, schaut euch meine Stiefel an. Was ist das schon wieder? Schon wieder? Es könnte sein, dass ich mal neue Stiefel eventuell bräuchte. Die Schabracke. Wie die drauf liegt. Leute, wirklich nein. Das fühlt sich immer an, als hätte ich so einen dicken Knoten. Ich setze erstmal den Helm auf. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. E is very, very extraordinary. E is... Es Hä? Weiß ich auch nicht. Was buchstabierst du da? Love. Aber du hast O-L-E gesagt. Du hast das V vergessen. Okay, kannst du mir das jetzt hier reinschauen? Jo. Wow. Brauchst noch Sattel und Trense? Ah ne, du willst ja mit Halsring reiten. Ging es auch schon los. Ich war in der Halle, habe dann erstmal nachgegurtet, bin aufgestiegen und bin dann erstmal natürlich Schritt geritten. Dann habe ich hier noch einmal so spanischen Schritt oder es war dann eher doch spanischer Gruß, weil Gollum sich ja keinen Zentimeter vorbewegt hat, habe ich das auf jeden Fall nochmal geübt. Da hat Tom ihm so ein Leckerli gegeben, weil er das so brav gemacht hat. Und dann haben wir auch schon angefangen. Dann ging es hier im Trab los. Und ich finde, er hat sich auch schon richtig schön so von Anfang an schön nach unten gestreckt. Und ich hatte echt ein ganz gutes Reitgefühl.
Dann ging es auch schon an die Galopparbeit und hier achte ich am Anfang immer darauf, dass wir erstmal so ein bisschen Schwung kriegen und dass ich ihn erstmal so ein bisschen vorwärts reiten kann. Und dann mache ich ganz gerne auch leichten Sitz und dann erstmal ganze Bahn und dann einfach schön vorwärts reiten. Aber dann mache ich auch ganz gerne, dass ich ihn dann versuche wieder dann einzufangen und mich dann hinsetze und dann zum Beispiel hier den Zirkel verkleinere, dass er dann auch schön auf die Hinterhand kommt. Auch mit Halsring, das ist eigentlich total egal. Ich mache es halt genauso auch mit der Trense und so halt auch mit dem Halsring. Und ja, das hat er richtig gut gemacht. Der hat sich auch schön auf die Hinterhand gesetzt und da habe ich ihn gelobt. Und dann habe ich ihn wieder sozusagen rausgelassen aus dem Zirkel und schön vorwärts geschickt. Dann habe ich hier noch einen Galoppwechsel gemacht. Da ist er zwar einen nachgesprungen, also sozusagen erst vorne hat er gewechselt und dann mit der Hinterhand. Aber das fand ich auch überhaupt nicht schlimm. Und dann bin ich einfach weitergeritten. Und dann habe ich hier nochmal ein bisschen Gas gegeben und die zwei Vierecke ausgenutzt. Nicht nur das eine, sondern ich bin auch auf das andere geritten, weil das zufälligerweise frei war. Das gleiche mit dem Zirkelverkleiner habe ich dann nochmal auf der anderen Hand gemacht und bin dann hier nochmal über das Cavaletti freihändig gekommen. Das hat er auch total brav gemacht. Wir sind ja jetzt gerade auch erstmal wieder in der Aufbauphase und dafür fand ich es schon richtig gut. Hier habe ich ihn dann nochmal traben lassen, einfach am Ende ganz locker und entspannt. Es macht echt immer total viel Spaß mit Halsring und er streckt sich einfach so gut von alleine schon nach unten. Und ja, ist es nicht so, dass er wie so eine Giraffe läuft, sondern dass er sich schön nach unten streckt und dass ihn auch die Halsringarbeit sehr gut gymnastiziert. Und deshalb mache ich das ja auch so gerne und er läuft dann immer so schön locker. Und dann waren wir eigentlich auch schon am Ende und sind dann eigentlich nur noch durchpariert und ja, noch ein bisschen Schritt natürlich gegangen, sind dann nochmal angehalten hier gleich. Und dann habe ich ihn nochmal ganz doll gelobt, weil er das einfach so, so brav gemacht hat. Und dann waren wir fertig. Du bist ja ganz außer Atem. War richtig gut. Sehr, sehr schön. So Bock gemacht. Also wirklich. Ja? Ja, mega. Ich liebe es einfach, mit Halsring zu reiten. Bin ich jetzt auch wieder seit dem letzten Video nicht mehr. Aber man denkt immer, du reitest nur mit Halsring. Ja. Und dabei hatten wir voll die lange Pause und ich trainiere ihn jetzt erst wieder richtig an. Ach, ganz vergessen, das wollte ich ja am Anfang machen. Ich habe diesen wunderschönen Halsring von der lieben Sandra. Sie hat ja einen eigenen Shop. Das habe ich euch ja im vorletzten Video, als wir sie besuchen gegangen sind, schon erzählt. Der Halsring ist ein ganz neues Modell aus ihrem Shop. Eigentlich macht sie Knotenhalfter, Seile und sowas alles für die Bodenarbeit. Und der Halsring, wir können ja, wir haben doch auch noch so ein Seil in Lila, hat sie dir doch geschickt. Das können wir doch auch gleich für Bodenarbeit benutzen. Ja, für Valentino. Mit dem muss ich auch noch was machen. Und dann nehmen wir sehen das die noch so ein Bodenarbeitsseil, nennt man die, ne? Nee, Knotenhalfter einfach. Ach so. Aber auch Bodenarbeitsseil ist ja auch mit. Ja. Also das ist auch so ein fester Stoff, aber die sind halt so ein bisschen lockerer. Aha. Aber ich finde, die sehen total schön hier aus mit so einem Das sieht schicken. Echt nice aus. Ich verlinke euch ihren Shop auf jeden Fall nochmal in der Infobox und vielleicht wird da bald sogar ein Foto von Gollum mit diesem wunderschönen Halsring drin sein. Eins, zwei und drei. Was war das? Gib mir nochmal einen Leckerli. Er kann mir nämlich auf Kommando einen Kuss geben. Hallo. Was ist das denn? Du willst nur die Leckerlis. Ich dachte, du willst mir einen Kuss geben. Das war gut. Du bist komisch. Ja, die Haare sind mittlerweile trocken, Hella. Und die sehen jetzt auch schön aus. Ja. Was tust du, Hella? Ich nehme die Teile raus, bevor die gleich auf der Weide eingesaut werden. Das wäre ja richtig schlimm. Richtig schlimm, weil ich die ja so oft danach auch noch reinmachen werde. Warum brauchst du so lange, Job? Wir warten hier auf dich. Ihr wart einfach zu schnell. Die werden doch dreckig, die schönen Glocken. Das stimmt, aber ich habe keine anderen, die benutzt sind in Lila. Oh, hi Lynn! Hi! Was machst du denn hier? Wir sind jetzt eben wieder zurückgelaufen von der Weide und jetzt habe ich hier schon ein richtig wunderschönes Knotenhalfter für Valentino mit dem passenden Bodenarbeitsseil dazu. Das passt echt perfekt zu meinem Oberteil, muss ich sagen. Stimmt. Halt genau die gleiche Farbe. Und jetzt werde ich das erstmal Valentino dran machen, ihn dann schnell überputzen, weil er wird sich ja eh wieder hinlegen in der Halle, wenn wir die Bodenarbeit machen. Mob, hallo! Er läuft weg. Valentino!
gewiehert, er ist so süß. Er hat nicht gewiehert. Doch, er hat gewiehert. Nein, er denkt sich einfach nur genau das gleiche wie Gollum. Was habe ich meine für eine Tino, verrückte Besitzerin? Ich verstehe, du willst auch nicht durch die Matsche laufen, ne? Nee, er will kein gliedernes Halfter. Ah, weißt du noch, wie der Knoten ging? Ja. So? Warte mal, ist da unten noch genug Platz? Ja. Ja, passt. Und hier muss das so ein bisschen weiter nach hinten, damit das hier nicht so auf dem Nacken liegt. Ich finde alles so helle Farben stehen ihm gut. So ein helles Lieder. So. Die Kugel kommt ins Rollen. Jetzt nimm sie raus. Sie? Hallo? Ja, seitdem sie Lila trägt. Hallo. Oh Gott, Hella. Hella, guck mal, was ich hier gefunden habe. Ein lilanes Apple Girl. Zum passenden Apple Boy. Hier war das Teil. Weil wir keinen lilanen Apple Girl hatten. Geil. Noch schlimmer geht's halt nicht. So, was machen wir jetzt mit dem kleinen Mops? Machen wir jetzt Bodenarbeit mit ihm? Und nicht kuscheln. Arbeit heißt das, nicht Kuscheleinheit. Du mit deinen Küssen immer. Ich glaube, das ist nicht so natürlich unter Pferden, dass man sich küsst. Das hat hier halt sogar so einen Ring, dass man einfach das so als Halsring benutzen kann. Genau, und das machen wir gleich auch nochmal. So als Halsringmodus. Halsringmodus. Genau. Hier nicht ganz richtig eigentlich. Blitzer durchs Bild. Und andere Seite. Die Leckerlis sind übrigens auch von Sandra. Dankeschön. Was steht da drauf? Apfelstopsel. Wie geil ist das? Apfelstopsel. Wow. Sehr gut. Und hab! Supi! Leute, was passiert hier? Tamino beißt Valentino in den Hintern und er findet das auch noch gut. Das ist richtig angenehm. So, Tom, dann rennen wir noch. Ich hab fast was vergessen. Da erinnerst du dich bestimmt auch schon gar nicht mehr dran. Ach, die Schleife für Valentino. Komm mal her. Dann tu ihm die nochmal. In den Shop? Ja. Nee, er will nicht in den Shop. Oh, guck mal, wie ein Geschenk sieht er aus. Ja, er ist jeden Tag mein Geschenk. Schnell, ja, jetzt. Er lässt sich halt ziehen von mir. Ich bin heute auch ehrlich gesagt ein bisschen außer Power, Leute. Weil ich gestern ein Fußballspiel hatte. Jetzt kann ich nicht mehr. Ist halt nicht dein Ernst. Hopp. Ja, sehr gut. Wow, ein Pferd kann nur Kreis laufen. Vor allen Dingen hat er mich gleich richtig... Wenn er jetzt losrennen würde, Hella, das wäre richtig gefährlich. Guck mal, die Schnur um deine Füße. Das stimmt. Dann würdest du da so an den Füßen hinterhergezogen werden. Das ist halt so schrecklich. Zum Glück passiert das nicht. Wow, das ging ja schnell heute. Was machst du? Ich mach das schnell ab. Da oben. Da juckt. Da oben juckt. Komm mal eben hoch. Warte. Komm auf den Schoß. Gut. Fein. So, jetzt noch die Halsringfunktion. Yes, mal sehen, ob das klappt. Es so. Ist ein multifunktionsfähiges Arbeitsseil. Hast mich enger gestellt. Gemacht. Und jetzt werde ich ihn reiten mit Halsring. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Er hat gerade richtig süß gegeht. Guck mal. Und Valentino bei der Arbeit nicht einschlafen. Es ist ihm einfach zu langweilig, Hella. Oh nein. Du arbeitest nicht genug mit ihm. Er sieht so süß aus mit der Schleife im Haar. Ja, nee, die Halsringfunktion ist mega nice. Das sieht aus, als würdest du mit deinem Hund Gassi gehen. Stimmt, jetzt hat er so eine richtige Halsring. Hey, warte mal, hat Sandra nicht sogar Seile für Hunde? Hat sie echt, oder? Ja, ich glaube schon. Galoppi! Gollum kommt so bei den Bildern, bei den Halsringen von den Pferden auf Sandras Seite. Und er kommt bei den Hunden auf die Seite. Oh nein. Oh, mir ist gerade was richtig Gutes eingefallen.
ein lilanes Gefährt für dich. Kein Pferd, sondern ein Gefährt, also womit du nach Hause fahren kannst. Ach Gott, stimmt, das kommt ja auch noch. Wir sind jetzt fertig, Valentino muss auch mehr nicht machen. Er hat das schon richtig gut gemacht heute und ist gestern sogar 1,5 Stunden mit mir mit der Kutsche gefahren und einer Freundin zusammen. Ja, das reicht. Und das reicht auf jeden Fall. Ja, okay, dann lass ihn mal wegstellen und dann bin ich schon gespannt auf dein Gefährt, wie du das finden wirst. Du kommst jetzt zurück zu deinen Freunden. Die warten hier schon alle auf dich, komm. Die stehen hier echt alle schon Schlange. Ich glaube, Valentino ist beliebt. Er hat noch die Schleife, soll ich ihm die noch abmachen? Valentino, bleib hier. Er will die drin behalten. So, du wartest hier. Hier, bleib stehen. Nee, hinter der Ecke. Du darfst nicht gucken, okay? Nicht gucken. Okay. Bleib genauso da stehen und ich hole jetzt dein Gefährt. Ich tue jetzt noch ein bisschen Stroh rein. Heu. Achso, Heu. Stroh sind das, ist das da, ne? Hm. Danke, das reicht. Dann hat Heller ein kleines Polster. Das war halt einfach das Einzige, was Lieder war in diesem Stall. Es tut mir leid, Heller. Aber, hallo! Oh mein Gott, stimmt! Das ist das Einzige, was wir hier haben. Ich habe gerade überlegt und es konnte nur die lilane Karre sein. Clara, wir brauchen deine Hilfe! Dich muss ja auch jemand schieben. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Verstärkung geholt, weil Heller kann natürlich nicht alleine da drin sitzen und gleichzeitig fahren. Und es muss ja auch noch einer filmen. Alter, hör auf! Dann mal ab nach Hause. Oh Gott, du bist so schön. Wozu hast du eigentlich die Gerte in der Hand, Heller? Kannst du mal ein bisschen schlagen? Auch Clara, das schafft dich bis nach Hause zu bringen. Okay, schneller! Die Ponys sind alle verstört. Okay, wir müssen gleich nochmal ein bisschen Tempo aufnehmen, weil hier ist 30er-Zone. Das heißt, wir müssen hier auch 30 fahren. Das macht richtig Spaß, Leute. So, du musst ihn blinken. Wo willst du lang? Rechts oder links? Da lang. Wie, okay. Wie. Okay, komm. Okay. Bisschen schneller. Alter, wehe, Clara, wehe. Du lässt mich packen. Wie war die wilde Fahrt? Oh, es hat irgendwie Spaß gemacht, aber ich hatte echt Angst. Ja, hätte ich auch. Oh Gott, ich kann auch nicht mehr. Hast du überhaupt einen Führerschein? Ach nee, dafür leider nicht. Oh je, sie hat keinen Schubkarre-Führerschein. Was sagst du da? Oh, der Gulli stinkt richtig, ey. Oder bist du das? Oh, stinkt echt. Naja, Leute, ich glaube, wir fahren heute doch mit dem Auto nach Hause. Ja, das ist echt ein bisschen Es ist zu gefährlich sicher, mit Clara. Mit Clara ist es zu gefährlich. Die brauchen nochmal eine... Sie brauchen nochmal eine Schubkarren-Ausbildung. Ich mache jetzt noch ein paar Sachen im Stall. Noch Boxen muss ich noch messen. Sehen wir uns gleich zu Hause wieder. Wieder zurück zu Hause. Es war so ein cooler Tag. Es hat mir immer wieder so viel Spaß gemacht. Diese Farbvideos sind immer richtig lustig. Ich fand die Szene am besten, wo du den Pferdeäppel mit der Hand genommen hast. Und nachher... Leute, was war das? Ich habe mir immer noch nicht die Hände danach gewaschen. Erstmal ins Gesicht fassen, so lecker. Ihr könnt ja nochmal kommentieren, welche Farbe ihr als nächstes sehen wollt. Rot. Orange. Oh nein, bitte nicht orange, das mache ich nicht. Braun. Die ganzen Produkte, die ich heute verwendet habe, die Produkte von Rider's Choice, die verlinke ich euch in der Infobox. Außerdem auch noch Pisani Products, also die Knotenhalfter und den schönen Halsring von Sandra. Die sind übrigens alle self-made bei ihr, ne? Sie hat die alle mit Sie Hand gemacht. Sie macht die alle selber. Das ist schon echt krass. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch sehr doll gefallen und ihr lasst mir einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega freuen. Oder einfach abonnieren, Leute. Ich mache mich hier nicht umsonst zum Affen und dann abonniert ihr Schlinge mich auch noch nicht mal mehr. Euch wünsche ich noch einen ganz schönen Tag und dann sehen wir uns nächste Woche wieder und bis dahin natürlich gesund bleiben und tschüssi. Tschüss.